Hi Leute und willkommen zu einer außerordentlichen, nicht geplanten Folge Factorio. Und zwar aus einem einfachen Grund. Mir ist ein Missgeschick passiert. Und zwar folgendes. Wir gehen mal hier rein unter Spielladen. So, Problem ist, diese Schienenwelt 1 hier, das ist meine Spielwelt, von der ich eben in den letzten Folgen schon berichtet habe, wo ich auch mein Büchlein her habe. Und da ist es mir passiert, dass ich aus Versehen in eine Atombombe hineingelaufen bin. Aus Versehen. Und dann bin ich gestorben. Und der letzte Spielstand war dieser Autosave. So, folgendes. Wenn man auf Spiel speichern geht, dann ist es automatisch genau da, wo man das letzte Mal geladen hat. Im Endeffekt hier bei mir. So, ich schnell los, natürlich, hab's wieder eilig. Gehe hier auf YouTube Let's Play 0.15, speichern und gehe raus. So, jetzt war das Problem, ich hatte diesen Spielstand nicht mehr. Also 3 Stunden führen. Was ich aber durch Zufall noch hatte, war eine Kopie des Spielstands, und zwar von vor 3 Stunden. Also Folge Nummer 13, glaube ich, war es. Und ich habe mich dann gestern noch hingesetzt und habe das Ganze wieder umgebaut. Im Endeffekt habe ich dann gleich die kleinen Fehler behoben, die wir hatten. Also es ist ein klein wenig verändert. Das hier ist nach rechts versetzt. Einfach um das hier besser auszulasten. Dann, was habe ich noch alles anders gemacht? Ach ja, genau. Hier sagte ich in der letzten Folge schon, 14 Stück brauchen wir nicht. Wir brauchen nur 7, um pro Sekunde 1 zu produzieren. Genauso wie hier 2 Stück ausreichen. Das Setup ist ein klein wenig verrückt. Und was habe ich noch getan? Den Bahnhof, den habe ich schon umgebaut. Gehen wir mal runter. Okay. Also, den Bahnhof, den habe ich schon umgebaut. Mit Zügen ausgestattet, und ich habe die Mauer hier unten hingebaut, um eben ja Standardverteidigung zu gewährleisten. Was ich nicht getan habe, ist unser neues Schmelzsystem hier drüben hinzubauen. Aus dem einfachen Grund, mir gefällt es dort einfach nicht. Ich habe dann halt auch probiert, das hier einmal ein klein wenig anders zu machen. Wir hatten ja davor 4, jetzt hat 6 pro Waggon, einfach um das Be- und Entladen zu beschleunigen. Es war nur ein Test, werde ich dann wieder abschaffen. Aus dem einfachen Grund, ja, ihr seht es ja selber, die Bänder, die kommen da einfach noch nicht wirklich hinterher. Es ist zwar ein permanenter Supply da. Das ist es permanent, was da, um auf die Bänder zu verteilen. Ups. Okay. Einmal, zweimal. Genau. So, dala. Es ist eh nur ein temporäres Setup im Endeffekt. Passt.
Und wir sind natürlich von der Forschung hinten dran. Wo aber, denke ich, auch verständlich ist. Also es war wirklich unabsichtlich, das habe ich nicht mit Absicht getan. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen Fehler, diesen Fauxpas. Sollte aber doch relativ schön wieder alles behoben sein. Es ist manchmal nicht das Schlechteste. So. Okay. So, sehr schön. Genau. Was ich noch gemacht habe, ist im Endeffekt hier noch die Betankung hinzugefügt. Das war ja im alten Spielstand noch nicht mit drinnen. Und also ich bin das gar nicht gewohnt, dass es so langsam läuft. Hier habe ich nochmal einen Belt Balancer mit drauf. Einfach um das gleichmäßiger zu verteilen. Aber wir haben irgendwo hier einen Rückstau auf jeden Fall. Es laufen jetzt übrigens alle Bänder, mehr oder weniger komplett. Und es ist immer noch viel zu wenig Eisenplatten, die produziert werden. Beziehungsweise es kommen einfach viel zu wenige an. Ja, hier hinten erst wieder. Ja, ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen was drehen. Genau hier. Dann sollte der Fluss wieder etwas besser sein. Man sieht hier zum Beispiel, sind eindeutig zu wenige. Es ist eindeutig nicht schnell genug, das Band. Und das sollte das jetzt halt eigentlich schon mal mehr oder weniger gut beheben. So. Ja, das habe ich hier noch nicht abgegradet, brauche ich aber auch noch nicht. Das hier oben habt ihr schon gesehen. Dann hier. Ja genau, hier ist jetzt aktuell nur der Bahnhof. Sonst noch nichts. Und wir müssen noch was tun. Ich habe das hier hinten, hier rüben, schon einigermaßen entfernt. Was ich aber nicht getan habe, sind das da, das da, das da, das da, das da und die zwei. Und wir haben natürlich mal wieder normale Munition nicht mit dabei. Das wollte ich jetzt mit euch noch machen und dann eventuell noch den Kupferaußenposten. Eventuell, also das weiß ich noch nicht. Oder wirklich schon mal mit dem richtigen Schmelzbereich anfangen. So. Die brauche ich zwar wahrscheinlich eh nicht. Hier noch 200 für da. Das sind einfach meine Lieblingsdinger. Es ist einfach so. Ich stehe auf die Teile. Hier, glaube ich, parkt mein Auto. Ne, mein Auto parkt man wieder irgendwo und ich habe keine Ahnung. Also, das, mein Auto und ich, das sind... Ja, ist komisch. Ich verliere mein Auto immer. Oh, wie groß ist das eigentlich? 354.000. 3,1 Millionen Steine, ich meine 3,3 Millionen Steine. So viel Stein braucht kein Mensch. Ah, 1,4 Millionen Uran. Gut zu wissen. Sodala. Na, wen haben wir denn hier? Hallo. Klein Engel. Thank you.
Ich finde, das schaut im... Hallo? Ich finde, das schaut in der Beschleunigung immer brutal schnell aus und wie schnell das wieder immer durchlaufen und wie schnell, dass die Viecher tot sind. Aber wenn man das mal in Echtzeit eigentlich so betrachtet, dann dauert das doch ja ein bisschen, bis man mit so kleinen Basen durch ist und so weiter. Das finde ich, das kommt erst in so Echtzeitfolgen wirklich dann halt wieder raus. Ich habe übrigens was entdeckt, das ich ehrlich gesagt nicht wusste. Und zwar gibt es nach dem Blauen nochmal andere Beißer. Und zwar gigantische, wie die heißen. Wusste ich ehrlich gesagt nicht. War ich sehr überrascht. Und ja, es macht Sinn, dass wir neue Waffen im Spiel haben. Schauen wir mal so. Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Dann machen wir den kleinen rechten hier noch. Der einsame, verlassene, einzelne, arme Alien. Und tschüss. Ja, war klar, dass du einen noch ausspucken kannst. Wir werden auch überlegen, ob wir hier nicht mal so ein Radar aus dem Posten hinbauen. Einfach um die Karte hier in der Gegend mal ein bisschen beizulegen. Munition speichern. Das auch schon mal erledigt. Ach, hier rum. Gehen wir doch mal zum Brunnen hoch. Zum Brunnen, sage ich. Zum Wasser. Millionen Stein, 1,7 Millionen Stein, 4,5 Millionen. Also ich meine, wir haben doch eigentlich als den Stein als rar eingeteilt, oder? Oder habe ich da irgendwie mich wieder verklickt? Was wollte ich denn als nächstes machen? Ja. Oh, seht an, ein großer Wurm. Mal. Ach nee, die Base sollten wir auch noch machen. Die hier.
Wo sind wir jetzt gerade? Ach ja, hier. Dann gehen wir jetzt einfach mal rüber. Dann können wir noch ein bisschen spotten, was oben ist. Und dann gehen wir runter und dann machen wir die fertig. Zurück und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Na, wen haben wir denn hier? Gut. So. Ja, hier ist aber nichts, was wirklich von Interesse ist gerade. Hier kommt noch mal ein bisschen Uran. Und Eisen. Sieht man ein klein bisschen oben. Aber ich denke, der nächste Eisenaußenposten wird der hier sein. Oder wir gehen einfach mal zurück. Ja, die machen doch schon einen kleinen wenig Schaden. Das ist nicht gut. Geht weg von mir. Weg. Oh oh. Alles live hier. Und hier ist das Prinzip jetzt. Hier, Autosave. Ich wollte euch das nur zeigen. Hier, Autosave. Und wenn ich jetzt beim nächsten Mal speichern nicht aufpassen würde, überschreibe ich vielleicht den. Also, perfekt. Und forschen. Wow. War die falsche Waffe. Ich würde die jetzt halt aber schon gerne eigentlich noch fertig machen. Bam, bam, bam.
Na. Das ist aber schon immens, wie weit das Problem ist. Das wird ja eigentlich schneller. Okay. Ja, war klar, dass ich jetzt keine Munition mehr habe. Schauen wir mal. Hier habe ich auch nichts mehr drinnen. Nee. Und ich denke mal, den Rest werden wir uns aufheben für beim nächsten Mal, wenn wir auf Jagd gehen. Und zurück. Gut. Ja, es hat jetzt leider nicht mehr gereicht für den Schmelzpunkt, aber wir können ja nochmal kurz drüber reden, wo ich das gerne vielleicht haben würde. So, machen wir das gleich noch. Also, folgendermaßen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo wir das hin machen könnten. Wir können auf der einen Seite, haben wir hier den gesamten Bereich zur Verfügung. Da ist wieder das Problem, da sind wieder ein paar Basen in der Nähe. Ein weiteres Problem an dieser Sache, wenn wir das eben hier hin machen, ist, dass wir doch relativ viel Zugverkehr haben. Ich meine, je näher, dass wir hierher kommen, umso schlimmer wird's. Was eben noch eine Möglichkeit wäre, theoretisch, ist, dass wir das hierhin machen. Und dazu nochmal einen eigenen Bahnhof. Ich meine, wir gehen so oder so in diese Richtung, also ich will eh südlich gehen. Wir haben hier eh schon ein bisschen Kohle, dann hier drüben ist noch Kupfer. Ich meine, das kann man alles eben von hier holen. Da ist schon mal Eisen, wo man nur ein bisschen was sieht, sind 1,6 Millionen, das 2,3 Millionen, 4,1 Millionen. Also, dann hätten wir nochmal Rohöl, falls uns das nicht reicht. Also, Süden ist eigentlich so eher der Weg, wo ich expandieren möchte, oder die Richtung. Und da ist dann halt im Endeffekt das Gute, wenn es aus dem Süden kommt, es fährt bis hierhin und ist dann halt weg. Ne? Das andere ist, ein Zug, der von hier bis hierhin geht, ist halt kaum rentabel. Was man natürlich auch machen könnte, eventuell, wäre, oh mein Gott. Und? Cool. Tot. Ups. Was man eventuell auch machen könnte, wäre eventuell, wenn dieser Patch, es sind zwar noch immer 2,2 Millionen, dass man die Schmelzanlage hier hinbaut. Dass man dann wirklich sagt, hey, wir bauen jetzt temporär einfach mal hier, so wie wir das vorgehabt hätten, eine Schmelzanlage hin. Und sobald das hier fertig ist, wird dieser Außenposten eben als Schmelzanlage umfunktioniert. Ist mittlerweile oder eigentlich persönlich gesehen für mich die beste Entscheidung, die coolste Entscheidung. Ich meine, wir haben hier, wir sind auf jeden Fall dann südwestlich schon mal abgesichert. Wir müssen hier so oder so die Creeps töten. Rechts kann auch nichts kommen und von oben ist ja unsere Hauptbase, die ja mehr oder weniger alles abfangen wird. Außerdem, sobald wir mal expandieren nach links, hat sich das eh erledigt. Also, hier das Schmelz-Array für Eisen. Ne? Der gesamte Patch hier bis rüber. Und Kupfer entweder hier heroben, je nachdem, was ich mit dieser Kreuzung mache, oder dann woanders. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. So, also, ich hoffe, die außergewöhnliche Folge hat euch gefallen. Ich weiß, es war nur ein bisschen Aliens töten und ein bisschen reden, aber ich wollte es euch einfach zeigen, um halt eben in der nächsten Folge dann wieder volle Geschwindigkeit eine Stunde lang Factorio zu zeigen. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wenn ja, lasst mir ein Like da. Wenn du neu bist, vergiss nicht zu abonnieren und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Factorio. Bis dahin, mein Name ist Erakul. Ciao.